okay, ich habe jetzt zwar eine Behinderung, aber das ist kein Problem, weil anscheinend gibt es Unternehmen, die auch Menschen mit Behinderung anstellen. Willkommen zu den Zero Project Unternehmensdialogen in St. Pölten. In Niederösterreich leben 23.000 Menschen mit einem anerkannten Behinderungsgrad von mehr als 50%. Menschen mit Behinderungen haben Stärken und Potenziale, wie alle anderen Menschen auch. Also man sieht ganz gut, dass bei BIPA die Zusammenarbeit und das Miteinander im Mittelpunkt steht. Inklusion ist so etwas wie ein gemeinsamer Weg. Wir konnten wirklich, seit wir dieses Projekt gestartet haben, die Anzahl der Mitarbeiter mit Behinderung in den Filialen verdoppeln. Es gibt keine Verlierer, wenn man das auch tatsächlich macht. Bis zum heutigen Tag haben wir auch 17 Mitarbeiter, die meine Behinderung mitbringen und die jetzt schon viele Jahre sehr gut bei uns im Unternehmen integriert sind. Es geht um das Entdecken von stillen Talenten im eigenen Unternehmen, aber auch auf dem Markt. Jetzt hören ja viele Unternehmen zu, was würden Sie denen gern mitgeben? Diese Menschen zu integrieren, das müssen wir uns zur eigenen Aufgabe machen. Dass es einfach ein Zeichen ist, dass das Thema Beschäftigung von Menschen mit Behinderung sehr, sehr wichtig ist. Und es würde mich wirklich freuen, wenn von heute durch diese Veranstaltung so eine kleine Aufbruchstimmung in Niederösterreich passiert.